Hallo Leute, willkommen zurück. Wer hat Lust auf fliegende Rochen? Yeah, ich habe auf jeden Fall Lust. Und das sind Sternen, Statuen, whatever. Sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus hier. Manta Raid. Und die haben andere Farben bekommen. Cool. Waren die, früher waren die, glaube ich, immer blau. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Mikro. So eine alten Mikrofonständer sahen doch so aus. Wow. Hier ist ja mal richtig viel verändert worden. Gibt es hier noch Sprites, die nicht neu sind? Oh, fiepende Rochen. Sie fiepen immer noch. Yay. Und sie fiepen, sie fiepen, sie fiepen noch. Über den Wolken, da fiepen die Rochen. Schöne Sache. Wow, okay. Das da unten sieht interessant aus. Oh, das hat mich gerade noch gerettet. Super toll. Komme ich jetzt noch daran? Kann ich da drauf stehen? Kann ich. Ich glaube, ich konnte gerade eben wirklich nur auf dem Zahnrad stehen. Und das war alles ganz schön knapp. Viel knapper, als ich erst gedacht hätte. Nein, flieg nicht weg. Du sollst mein Freund sein. Okay, dann nehme ich halt den hier. Austauschbare Rochen. Meine Güte. Aber es sieht immer noch aus, als hätten sie Brillen auf. Der rote sieht ja mal total viel zu hoch aus, als dass ich da drauf springen könnte. Meine Güte. Ich würde sagen, der sieht genial aus. Und er lässt mich im Stich. Im Stich. Armer Mario. Armer, armer Mario. Wird von seinen Freunden einfach so fallen gelassen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Fiep, fiep. Gehst du runter? Yay, wow. Okay, hier hoch. So, gucken wir, dass wir das richtig abpassen. Es geht einfacher, als ich zuerst dachte. Okay, hier oben war ja nichts drin. Ach, die Wolken. Die haben so aufgepumpte Lippen. Guck mal, diese Leute, die beim Schönheitschirurgen waren. Okay, so diesmal. Entweder ein höherer Sprung oder später rüberspringen. Ups. Okay, perfekt. Und, keine Münze. Hier unten vielleicht? In den Wolkenlevel muss man ja immer echt aufpassen. Naja, gut, hier auch nicht. Hier nach oben? Ist es denn so? Nein, es ist nicht so. Aber hier vielleicht. Und der Koopa ist Geschichte. Hier auch nicht. Zahnräder. Coole Sache. Und blau! Yay. Ich glaube, ich habe meine Lieblingsrochenfarbe gefunden. Komisch ähnelt auch meiner Lieblingsfarbe. Und wir gehen da auf jeden Fall hoch. Auf jeden Fall. Moment. Vielleicht mit dem einen oder anderen Versuch, aber wir gehen hier hoch. Okay. Mario will nicht. Schade eigentlich. Und Lila, die sehen auch cool aus. Ach, meine Güte. Dann gehen wir halt auf der rechten Seite hoch. Meine Güte. Ich sag so oft, meine Güte, meine Güte. Ja, hier sind Münzen. Auf jeden Fall. Geh jetzt hier hoch. Und what the fuck? Ach, schade. Na, ich habe zwar noch mehr Versuche, aber jetzt sind ja nicht mehr so viele da. Ah, coole Idee. Da hätte man sich ruhig das eine oder andere Leben mitnehmen können, wenn man es perfekt macht. Also macht's nicht so wie ich, macht's richtig. Schwarze Rochen! Auch nicht schlecht. Ja, die haben immer noch Taucherbrillen auf, logisch, die sind ja über Wasser. Klar, wir brauchen Taucherbrillen unter Wasser, die brauchen Taucherbrillen über Wasser und... Wir brauchen noch die letzte Sternmünze, die sich dort oben versteckt hat. Also, versteckt kann man nicht wirklich sagen. Mit Teletubby-Anzug ist es etwas einfach. Na, schade. Da hilft auch kein Ducken mehr. Und Spock. Tja, Leben kann ich ja keine mehr kriegen. Schade eigentlich.
Okay, das war Level Nummer 1. Es gibt ja immer so drei, vier Stück. Und da rechts, ach, da sind wieder die lustigen Käferchen. Finde ich cool. Nimbus Highway, also die Wolke sieht böse aus, ehrlich gesagt. Zumindest ziemlich unlustig. Geht's hier links lang? Nein, Laterne. Und die Boxen freuen sich. Oh. Tja, was passiert, wenn ich auf der in der Mitte lande? Au. Tötet mich das? Ich war jetzt immer gerade unbesiegbar. Ja, tötet mich. Gut, dass ich es überprüft habe. Ah, ich will meinen Pinguinanzug, also. Teletubby-Anzug. Ich habe so wenig einfache Pilze. Das sind wahrscheinlich die einzigen, die ich nutze. Also auf den Teilen nur im Notfall landen und definitiv nur, wenn ich ein Upgrade habe. Und möglichst weit unten anstoßen. So zum Beispiel. Sehr schön. Yay. Ah, zu spät. Warum? Schade. So. Google-Willi, geh weg. Ups. Hilfe. Bloß über die blöden, schlecht gelaunten Wolken. Schön dazwischen. Okay. Ob es da was gibt, da oben. Naja, es war ein bisschen wenig Platz, als es was geben könnte. Würde ich jetzt mal sagen. Komm runter zu mir. Du mein Lieblingsitem. Ja, das würde ich auch gerne noch ein bisschen behalten. Okay. Ui. Ab nach oben. Die schießen ganz schön schnell. Wurde die Frequenz erhöht? Ich glaube es eigentlich nicht, aber vielleicht ja doch. Sehr gut. Willst du Nummer 2? Sehr cool. Au, die letzte ist irgendwo versteckt. Wo? Wer weiß. Tja, hier oben wird es wohl nichts geben. Glaube ich mal, einfach so. Einfach so, glaube ich das. Ach ja, Mario. Schöne Spiele, echt. Zu empfehlen. Auch der Hack, also. Für alle Leute, die eine Wii haben. Die aber. Oh, wir haben eine Münze vergessen. Verdammt. Die aber vielleicht auch nicht New Super Mario Bros. Wii haben. Es lohnt sich wirklich, das Ding, das Spiel zu kaufen. Man hat das normale Spiel, man hat die tollen Hacks. Mist, am Ende hätte irgendwas sein müssen. Ah, grrr. Ich bin geneigt, das Level nochmal zu spielen. Ja, das machen wir jetzt. Man hat die tollen Hacks. Another Super Mario Bros. Wii, Holiday Special, Summer Sun, den hier. Also man hat wirklich viel, viel Spielzeit für sein Geld. Mal als kleine Spielempfehlung von mir. Auch wenn die meisten das sicherlich nicht mehr brauchen, da sie mit mir mitspielen. Parallel oder warten, bis ich irgendwo bin, das dann nachspielen. Manche spielen ein bisschen vor, damit sie mir, wenn ich irgendwann mal irgendwo nicht weiterkomme, einen Tipp geben können, was auch sehr cool ist. So, einfach rüber. Wir fliegen jetzt einfach über alles drüber weg. Das ist am einfachsten und am sichersten. Und ganz am Ende muss es irgendwo die Möglichkeit geben, eine andere Röhre, ja, verdammt, genau reingesprungen, zu benutzen. Für Münze Nummer 3. Okay. Du kannst das, Mario? Ich glaube an dich. Tja, wo auch immer hier die letzte. Es waren 8. Ach, verdammt, ich habe beim letzten Mal einen übersehen. Naja. Nicht so wild. Leben habe ich wahrlich genug. Wow. Dammit. Ach. Jetzt sag mir nicht, dass ich noch den Anzug brauche, um. Oh, das wird doof.
um zum anderen Ende zu kommen. So. Wo ist die zweite Röhre? Irgendwo rechts vielleicht. Merkwürdig. Vielleicht einfach hier lang springen. Das hier bringt uns zum normalen Ausgang. Das bringt mir nichts. Tja, wenn es irgendwo links ist, keine Ahnung. Ich probiere mal. Nein! Nein! Mario, was machst du mit mir? Ach, du meine Güte. Ah, tut mir leid. Das Ding muss ich noch holen. Aber ganz ehrlich. Drück dich einfach nach rechts. Betritt er die Röhre. Super Sache, das. Highway, Nimbus Highway. Das muss doch dann schnell gehen. Zack. Obwohl, mein Item will ich gerne noch haben. Ohne Propelleranzug verlasse ich nicht das Haus. Das sieht zwar total bescheuert aus, aber was soll's. Wenn ich damit auch fliegen könnte, dann würde ich mir das überlegen. Ganz ehrlich. Wäre doch eine coole Alternative. Obwohl man das sicherlich in einer eleganteren Art und Weise schneidern könnte. Ups. So, Mittelpunkt. Mittelpunkt. Und Notfall-Teletubby-Anzug. Ich könnte ja Salatsoße auf den hier spritzen. Zum Beispiel. So, gleich sind wir da. Ach, dammit. Egal, wir brauchen den Anzug ja nicht. So, wenn ich ganz dran stehen bleibe, spawnen keine Bullet Bills. Ich hoffe, dass das immer noch normal ist. Und wir haben die Münze. Yippie, hi, du. Und irgendwie muss es hier ja auch nach oben gehen. Vielleicht hier links. Irgendwo. Naja, was soll's. Irgendein Weg gäbe es schon, nach da oben zu kommen.